Aber lass mal hier bei dem Video kurz reingehen. Nico hat ein neues Video hochgeladen. Die nachfolgende Sendung ist für Bastarde. Seit 7 Wochen nicht gedreht. Das war die beste Zeit meines Lebens. Guten Morgen, guten Mittag oder auch... Liebe Leute, wie fühlt ihr euch da draußen, nachdem ihr seit geraumer Zeit kein Video auf diesem Kanal gesehen habt? Schreibt es mir bitte in die Straßenumfragen. Wir kennen sie alle von unserem Notgeier Mark Eggers. Und der Kritik an ihm von 10 Uhr, da wo ich ganz herzlich... Keine Ahnung, drauf geschissen. Leben wir! Heute von einer gewissen Dame, und zwar die Lia. Hallo Leute! Hat heute meine Straßenumfrage hinzugefügt. Hat mir sagen lassen, dass ich da auch mit dabei bin. Dass heute ein paar Beach Girls frage, was sie von den deutschen YouTubern halten. Scheiße! Oh Mann, jetzt geht's doch! Scheiße! Ich hab ein sehr schönes Foto von dir genommen. Das Bild wird von mir gewählt! Was ist denn das für eine Scheiße? Maybe... Three. For me it's like 4. Ey, Mädels, ich sag euch eine Sache, ne? Nico ist vergeben, von daher hat sich sowieso erledigt, aber seine Personality ist eine 10 von 10. Von daher, das also nicht, dass jetzt, sagen wir mal, sein Aussehen halt Müll ist und das halt durch seine Personality kompensiert werden muss. Also ich habe mich vielleicht falsch ausgedrückt, aber wir gucken weiter. Lia? Ja, so eine süße. Okay, Nico, nicht so gut abgeschnitten. 7. Okay, ja. Oh, very good, Nico. Wahrscheinlich beim ersten Durchlauf bei der 7 mit Nico mega schlecht abgeschnitten. Auf einmal sagt die andere auch 7. Plötzlich ist es mega gut. Entschuldigen Sie mich, Sire. Ich würde ganz gerne die Carbonara bestellen. Die Carbonara? Das kannst du schneller, du schnellste Runde. Alter, Nico einfach wieder. Ey, Gott sei Dank macht er diese schauspielerischen Sachen wieder. Ey, ich feiere das am meisten. Das hier, ja, sollte er mehr machen. Sia, entschuldigen Sie, ich würde ganz gerne die Carbonara beordern. Die Carbonara? Ausgezeichnete Wahl, Sir. So ein geiles Bewertungssystem. It's so bad. Hört ihr das? Ist es nicht ein Fußballstadion? Über 5200 Server in 60 Ländern, davon mehr als 220 in Deutschland. Ey, ich wollte doch schon sagen, bei einem 3 Minuten 54 Video, Alter, da müssen schon 2 Minuten Werbung drin sein. Wonach hört sich das für dich an? OstVPN? Sir. Naja, der Name unserer Firma, er... Weißt du was, Markus? Ich kündige keine Aufzeichnung durch Nutzerdaten. Hast du es aufgezeichnet? Nee. Durch doppelte Verschlüsselung erhöhte Anonymität. Ein Flitzer auf dem Platz. Selten habe ich mich so anonym gefühlt. NordVPN ist das schnellste VPN auf dem Markt. OstVPN, die beste Entscheidung meines Lebens. Wisst ihr Leute, manchmal fehlt mir für meine Videos ein bisschen die Motivation. Deswegen habe ich gedacht, lasst uns heute mal in der Episode gemeinsam motivieren. Kein Bock auf dieses scheiß Büro. Ich habe null Bock auf diesen Fuck. So, deswegen muss ich die Scheiße faken, weil ich keinen Bock auf euch Bastarde habe. Die Scheiße keinen Spaß macht. Aber so. Hä, was geht denn hier ab, hä? Warum haben wir das? Warum sagt ihr bei solchen Videos nicht Bescheid? Ich hab. Alter, was ist los, Jeremy? Warum macht mir die Scheiße keinen Spaß? Die Scheiße macht mir keinen Spaß. Ich habe euch nicht erzählt, by the way. Jeremy hat mich angerufen. Das ist kein Spaß. Ich glaube, das war letzte Woche Samstag oder Sonntag um 8 Uhr oder so. Das ist kein Spaß. Ich hatte ihm anscheinend mal eine Karte gegeben bei Cologne Watch. Es ist wirklich kein Spaß. Es ist wirklich kein Scherz. Es ist wirklich kein Scherz. Ich dachte, ich höre nicht richtig. Spaß. Ich hab keinen Bock auf die Scheiße, ich hab keinen Bock auf die Scheiße. Warum hab ich keinen Bock auf die Scheiße? Weil das elendige Bastarde sind. Leute, ihr seid ja auch da, meine Güte! Das ist doch geil! Scheiße, diese Bastarde. Ich muss schon wieder für diese Wichser. Und was wollte er? 8 Uhr morgens, ja. Er wollte nur anrufen. Er wollte nur anrufen. Also, halt connecten. Er hat natürlich auch paar Sachen gesagt und so, aber das spielt jetzt auch keine Rolle, aber ja, das war die Essenz. Selten so ein reflektiertes Selbstgespräch von jemandem gesehen. Kein Bock auf euch Bastarde. Nachdem Sascha keine YouTube-Videos mehr dreht, kommt auch nicht mehr sein beliebtes Format Instagram-Rapper. Deswegen habe ich gedacht... Ich steppe in der City, Outfit green, alles fitty. Rauche eine Ziggy, grüß den Hund, Hello Kitty. Meine Waste trage ich high, mein Outfit ist tricky. Überdosis Coke, sugar free, alles litty. Das ist es. Jetzt wird erstmal der Kopf ein bisschen
Nein, 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 das gibt's doch nicht. Nein, nein. Einfach Nico hier, das gibt's doch nicht. Ich werd verrückt. Ich kann das erklären. Es ist nicht so, wie es aussieht. Oh mein Gott. Cool. Oh. Wenn euch dieses Video nicht gefallen hat, dann schaltet ihn doch. Warte, warte. Und hast du schon bekommen. Guck mal, er wird hier voll auseinandergenommen mit dem Ding. Mit hier Massage, mit allem. Cool. Wenn euch dieses Video nicht gefallen hat, dann schaltet den Daumen jetzt bitte im linken oberen Ohr. Und falls ihr den Channel noch nicht abonniert habt, dann lasst es sein, weil hier kommen sowieso keine Videos. In diesem Sinne, liebe Leute, ich wünsche euch wirklich alles. Verpiss! Ey, Junge, was für ein krankes Video.